Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und unser Kaiser Adisone, der Blutvater von Italien, ist 63 und macht sich ein bisschen Sorgen um seine Nachfolge. Denn obwohl er zufrieden ist, ist selbst ihm aufgefallen, dass sein ältester Sohn vielleicht nicht der beste Kaiser werden würde. Denn, also erstmal ist er selber auch zufrieden, bisschen arrogant. Und in seiner Arroganz hat er seinen Königstitel vor einigen Jahren verloren an unseren Bruder. Das ist natürlich unschön, sagen wir es mal so vorsichtig, ne? Also, das ist schon ein bedeutendes Ereignis und lässt ihn jetzt auch nicht gerade in einem guten Licht darstellen. Und da werden ihm sicherlich einige im Reich auch eher dazu raten, ihn nicht zum König oder beziehungsweise Kaiser zu machen. Denn wenn er dieses Königsreich schon nicht verteidigen kann, wie will er das dann mit so einem riesigen Reich schaffen? So ein bisschen die Überlegung dahinter, denke ich. Und aus diesem Grund überlegt sich unser Kaiser nun, ob einer seiner anderen Söhne, vor allem der erwachsenen Söhne, geeignet wäre. Denn wir haben ja seit kurzem einen einjährigen Sohn noch bekommen von unserer zweiten Gattin, die mittlerweile 24 ist und schon mal wieder schwanger. Aber einen Einjährigen werden wir nun sicher nicht zum Erben bestimmen, das wäre ja nun wirklich sehr komisch. Nein, es stehen zur Verfügung die anderen fünf, also Filippo, Alberto Azzo, Adisone, Fresco und Bartolomeo. Und dass er sich da jetzt ein bisschen Gedanken drum macht, wer am geeignetsten als Kaiser wäre und wen er vielleicht zum Erben bestimmen würde, das wird denen wahrscheinlich nicht entgehen. Und darum denke ich, dass auch deren Bemühungen, einen Titel zu erlangen, unter Umständen gegeben sind, je nachdem, wie ihr Charakter ist. Wir haben also Filippo, und der ist ja ein religiöser Eiferer, außerdem hinterlistig und bescheiden. Und der wird jetzt vielleicht seinen Vater versuchen zu drängen, dass wir mal einen religiösen Krieg gegen die Mundirid-Sultanat führen, indem er sich einfach beweisen kann und dass er zeigen kann, dass er auf jeden Fall ein besserer Herrscher ist. Das ist also seine Taktik. Dann haben wir den nächsten, das wäre Alberto Azzo, das ist der nächstjüngere. Der allerdings ist zufrieden und ich glaube, der ist auch zufrieden damit, dass er nur Spoleto hat. Also der wird sich aus der Sache vermutlich raushalten. Dann haben wir Prinz Adisone, der ist zudem auch noch feige und auch zufrieden, also der will eigentlich überhaupt nicht regieren. Außerdem könnte ich mir da vorstellen, dass unser Herrscher gegen seine nackte Frau dann doch ein bisschen was hat. Darum, der wird sich auch raushalten. Dann haben wir Prinz Fresco und der ist ja sehr hinterlistig, zynisch, lüstern. Der wird es wahrscheinlich mit Intrigen versuchen, irgendwie an den Titel ranzukommen. Auch durchaus ebenso wie sein nächstjüngerer Bruder Bartolomeo, der ist allerdings ein bisschen mitfühlender. Also bei diesen beiden wäre es dann wohl eher die Hinterlist. Wir werden uns jetzt erstmal dem nächstälteren widmen, das ist Prinz Filippo. Der hat auch schon zwei Söhne, nämlich Pagano hier einmal und Giberto. Beides keine dummen Burschen. Der eine ist auch schon erwachsen, der bräuchte vielleicht mal einen Ehepartner, ne? Vielleicht sollte ich mich darum mal kümmern. Da suchen wir uns jetzt mal jemanden aus. Und wen haben wir denn? Bündnispass. Naja, probieren wir es mal mit Prestige. Ich glaube, das ist besser. Gut, das sind alles meine Nichten, die fallen schon mal raus. Theodosia di Ferrara ist die Tochter des Barons Folco von Ilion. Klingt jetzt nicht so berühmt. Natalia di Padua. Das sind jetzt alles nicht so besondere. Ich glaube, die Bündnismacht ist doch besser. Sie ist halt selber Baronin, ne? Ich habe hier immer noch die Eigenschaften drin. Das ist das Problem. Ich dachte, da müssen doch mehr angezeigt werden. Hier haben wir sie doch. Sie hier zum Beispiel ist selber eine Gräfin. Das könnte man noch gut machen. Dann werden die beiden sich jetzt mal vermählen.
So, und unser Sohnemann hat uns quasi genug bequatscht. Wir werden hier das Mundirid-Sultanat angreifen, obwohl wir ein bisschen feige sind, aber wir überlassen das einfach unserem Sohn. Der soll sich darum kümmern. Wir werden den Krieg erklären, und zwar werden wir einen Religionskrieg um ein Königreich führen, aber nicht um diesen kleinen Fitzel, sondern um das große Mundirid-Sultanat, wenn dann richtig. Ne? Kostet uns 600 Pietät, aber wir haben ja genug, und ja, werden damit also den Krieg erklären. So, wie viel haben die? 50.000. Das ist doch wenigstens mal eine Hausnummer, mit der wir was anfangen können. Wir heben das Kriegsvolk aus und noch ein bisschen was von den anderen Truppen. Ja, ausgezeichnet. Oh, das reicht, glaube ich, schon. Ja. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, wohin begeben wir uns? Also erstmal werden wir uns ein bisschen aufteilen müssen. Ansonsten war es das gleich mit unserer Armee. Das reicht auch nicht so ganz, ne? Also wir teilen hier noch mal ein bisschen was von ab, sodass wir auf rund 10.000 kommen. Und die schicken wir hierhin. Dann müsste ich doch hier auch noch was haben. Die hier schicken wir in die nächste Geschichte. So, was gibt's denn hier? Ritter einladen, super Idee. Ach so, wir müssten vielleicht mal gucken, wer jetzt hier überhaupt der Anführer ist. Ja, das ist in Ordnung. Also irgendwo müssen wir natürlich unseren Sohn jetzt unterbringen. Könnten ihn ja mal in diese Belagerung reinschicken. Wobei, ist der überhaupt ein Belagerungsgeneral? Unser Sohnemann. Das ist eher ein Plünderer. Was aber auch in Ordnung wäre, nur zum Belagern ist das eher nicht so praktisch. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Belagerungswaffen dabei. Ich teile das nochmal ein bisschen auf. Wir nehmen hier nochmal ein bisschen was weg. So. Die sollen dann mal. Moment, wir müssen noch was loswerden. Na gut, das ist in Ordnung. Da gehen die jetzt hin. Und da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass wir da vielleicht unseren Sohn einsetzen. Wo ist er denn? Schon wieder hingekommen? Filippo, hier. Und auch diese beiden Hälften. Ja, die eine Hälfte schicken wir jetzt hier hin, die andere dahin. Für anderen, die müssen jetzt einfach mal ein bisschen im Hinterraum bleiben. So, da ist ein Ritter eingetroffen. Können wir direkt mal rekrutieren. Oh, da kommt die Armee. Mein Ritter Kyrill soll getötet werden. Also erstmal gehe ich mit dem Tempo runter, sonst habe ich hier gleich ein Problem. Und die wollen die jetzt angreifen, okay? Da werden wir doch gleich mal zur Hilfe eilen. Jetzt ist schon ausgeglichen. Dann kommen bitte die noch dazu. Ah. Ist die Frage, ob die das schaffen, ne? Gegen die gesammelte Armee. Ich glaube, wir müssen die jetzt erstmal zurückschlagen. So. Oh je. Die Zeichen stehen ein bisschen gegen uns, aber mit so einer riesen Armee schafft man das natürlich. Wir sind beim Rückzug. Gut, erledigt. Dann brauche ich jetzt meine Belagerungstruppe wieder. Die sollen sich mal hier kümmern. Dann nehmen wir die hier. Die sollen mal dahin laufen. Einen kurzen Augenblick warten, bis hier sich das wieder ein bisschen aufgeteilt hat. So.
Und diese kleineren Armeen, die setzen wir erstmal in den Hinterraum hier. So. Gut. Eine Tochter haben wir bekommen, Alda. Oh, meine Güte, auch so ein hübsches Ding. Der kann heiraten? Ach ja, unser Sohn kann endlich heiraten. Unsere Prinzessin Sophie die Dritte von Lothringen. Die heiraten. Ach ja. Können wir wieder ein bisschen schneller machen. Ich muss nur ein bisschen den Blick behalten, ob die Truppen von denen sich wieder nähern. Da ist ein Ritter angetroffen. Ein unglaublich großer Mensch. Nehmen wir doch mal direkt. Das ist ein ganz guter Kämpfer. Herzog Lucchino hat ein Kind der Dienerschaft gefoltert. Aber wir sind feige, wir schweigen dazu. Die Belagerung haben wir gewonnen. Dann geht es weiter zur nächsten Belagerung. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mich zu weit von meiner Armee entferne. Aber wenn ich die hier mitnehme, müsste das eigentlich halbwegs klappen. Meine Nichte Ambrosia soll getötet werden. Das ist ja ein Ding. Sag mal, da haben wir doch jetzt hier absoluten Blödsinn. Also er ist ja kein Blödmann, aber der ist, hat sich ja hier mal reingeschlichen in den Rat und allmählich könnte ich ihn ja eigentlich loswerden. Aber ich habe eigentlich unter meinen Mächtigen jetzt auch keinen besseren. Insofern müssen wir das eigentlich nicht tun. Dann lassen wir es auch. Aha, schaut mal, da oben haben sie sich jetzt hinbegeben. Kyrill soll getötet werden. Von Muhammed. Ja, da werden wir ihn erstmal bloßstellen, ne? Wie sieht's aus? Was wollte ich herausfinden? Was macht denn der eigentlich gerade? Komplotte stören. Okay, dafür findet er gerade eine ganze Menge raus. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert, ob ich ihn versehentlich auf Geheimnisse herausfinden oder sowas gesetzt hatte. Da kommen sie wieder. Sind irgendwie sogar mehr als beim letzten Mal. Vielleicht brauche ich doch noch mal ein paar Männer. Ich habe das Gefühl, sie haben es auf die hier abgesehen. Ach herrje. Königin Jasmin von Thessaloniki ist mir entkommen. Das war eine Ehebrecherin. So, und die haben es jetzt auf die da unten abgesehen. Aha. Kann ich mit denen noch fliehen? Nee. Okay, ich muss ihnen also zur Hilfe kommen, wenn ich sie retten möchte. Und das möchte ich natürlich durchaus. Oh, das da oben sind schon wieder ein bisschen zu viele geworden. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Das schaffen die. Zumindest fürs Erste. Jetzt habe ich das schon weggedrückt hier. Moment mal, da ist doch jemand hier angekommen. Vittorio. Irgendwelche Ansprüche ist aber nicht so interessant. Die haben generell recht wenig Gäste derzeit, ne? So. Jetzt kommt es hier zur Schlacht. Endlich. Sehr gut. Ja, also ganz so viele von denen brauche ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir teilen die mal auf. Und der Teil, den werden wir wieder nach Hause schicken. Ach ja. Mein bester Freund Baron Azzo ist gestorben. Ach herrje. Das ist ja schrecklich.
Das ist auch schon eingenommen. Gut, dann machen wir hier hinten weiter. Der nächste, der hier versucht, irgendwelche Ränke zu schmieden. Das teilen wir auch mal auf. So. Achso, die haben jetzt hier ein paar Leute verloren. Okay, habe ich nicht ganz aufgepasst. Wenn ich die hier nochmal aufteile. Ah, nee, da verlieren sie Leute. Ja, sollen sie mal hier runtergehen. So. Bis die da oben das mal irgendwas belagert haben, hat der hier das halbe Land geschafft, glaube ich. Also ohne Belagerungswaffen, ne? Herrje, der nächste Anstifter. Gut, die nächste Belagerung ist geschafft. Dann weiter nach Madrid. Die sind wieder da hinten. Ja, unser Sohn ist krank, hat aber auch 2 Ränkespiel erhalten. 2 Punkte darin. Okay. Ob man die versucht, noch ein bisschen weiter belagern zu lassen? Stehen sie nicht ganz so nutzlos rum? Hier ist was. Ja, da wurde ein Ritter verbessert, das ist auch in Ordnung. Irgendjemand hat wieder eine Affäre. Ach, herrje, unser Sohn, der Homosexuelle, hat eine Affäre mit einem Mann. Herrje. Das ist natürlich direkt ein Minuspunkt für ihn. Ne? Na, Homosexualität war im Mittelalter definitiv nicht gestattet. Da kann man heute so tolerant wie sein, wie man will, aber für ein Mittelalter passt es halt einfach nicht. Ich gehe mal auf unbeschwert. So. Mein Höfling Medrot soll ermordet werden. Also unser Ratspitzel, der geht gerade richtig ab. Ach, die sind hier hinten beschäftigt, ne? Ja. Ich muss die natürlich dann irgendwann auch mal erwischen. Ich würde sagen, wir schlagen uns jetzt hier mal weiter durch. Nach Toledo als nächstes. Dann geht ihr mal nach hier hin und ihr teilt euch auf und folgt dann unauffällig. Was gibt's denn hier eigentlich wieder? Oh, da können Leute heiraten. Unser Enkel ist 25 und hat keine Frau. Ja, das sehe ich ein, dass er auf jeden Fall eine Ehegattin braucht. Nehmen wir einfach sie. Die Erstbeste. So, und dann haben wir noch einen anderen Enkel. Der ist 16. Ja, und ihn werden wir jetzt mit dieser Baronin hier verheiraten. So. Dann könnte ich Leute an die Universität schicken. Ja, gucken wir mal. Ich würde sagen, als erstes ist unser Krieg jetzt erstmal dran. Ja. So, so. Ich weiß gar nicht, ist jetzt eigentlich jemand mit beigetreten? Ja. Das Hudid-Sultanat, also die hier unten, die machen noch mit. Okay. So, jetzt kommen sie wieder an. Völlig erledigt, weil sie zu große Stacks verwenden. Oh, die hier allerdings. Muss ich vielleicht selber mal ein bisschen an meine eigene Nase fassen, ne? Weil
Die sind ja auch schon ganz schön kaputt. So, die teilen wir auch noch mal auf und dann geht ein Teil mal hier hin. So, mal sehen, wo wollt ihr denn hin? Ich würde sagen, wir gehen mal da lang. Okay. Wen wollt ihr angreifen? Frage ich mich jetzt. Vielleicht sollten wir uns mit dem schon auch mal in die Richtung begeben, auch wenn sie so schlecht versorgt sind. Na, die wollen doch nicht da oben angreifen, oder? Wir stellen uns jetzt mal hier hin. Sicher ist sicher. Ja, wollen sie. Okay. Alle Mann da hoch. Oh. Jetzt würden wir wenigstens keine entscheidende Niederlage mehr erleben. Dann müssen wir diese Belagerung vielleicht doch nochmal abbrechen. Die hier schicken wir da hoch. Ist die Frage, ob sie es noch schaffen. Die hier. Die hier. Tja. Das wäre jetzt immerhin eine ausgeglichene Schlacht, ne? Ob wir vielleicht doch noch mal ein paar Leute ausheben? Meine, sie sind nicht mehr krass überlegen. Das ist schon mal das Erste, was man sich merken muss. Das reicht. Rein da. Ui, Mann, diese Schlacht, ey. Das sieht jetzt nicht so gut für uns aus. Na? Oh, minus 24. Das verlieren sie doch. Ja, da habe ich sie auseinander, zu weit auseinander gezogen. Deswegen kassieren wir jetzt hier eine ganz schöne Niederlage. Wie viel haben wir verloren? Boah, 37.000, ey. Und unser Sohn wurde gefangen genommen. Von denen. Oh, das ist natürlich übel. Ich wusste gar nicht, dass der damit im Krieg war. Okay. Ein bisschen aufpassen. Gut, ich meine, sie begeben sich jetzt hier zu dem Rest der Armee. Das wurde eingenommen, das ist gut. Aber ich muss mich da jetzt natürlich auch wehren, ne? Ich muss da jetzt zurückschlagen. Nehmen wir mal hier. Das ist ja gar nicht mehr mein Sohn. Ich dachte, mein Sohn wäre hier drin. Filippo ist anscheinend in irgendeiner anderen Armee. Wir nehmen jetzt mal alle mit, außer diese hier. Die sollen mal stehen bleiben. Und lieber ein bisschen belagern. So, die hier werden wir hier zusammenführen. Da brauchen wir den richtigen Befehlshaber. Das wäre natürlich in dem Fall unser Sohn. Zwar nicht der fähigste, aber das ist sein Krieg. Also hat er auch an der Spitze zu stehen. Ja, und da hauen sie auch schon feige ab. Bei so einer Übermacht. Verständlich, ne? Das ist dann jetzt die Rache. Unser Winterpalast ist fertig. Okay. Und ich habe gerade ein Achievement anscheinend bekommen. Ich bin jetzt Heiliger. Okay. Okay. Ja. Damit haben wir die Armee wieder gut zurückgeschlagen. Mal sehen, wo sie sich jetzt hinbegeben. Weit weg, vermute ich. Und die können wir jeweils so in Zehntausender Stacks aufteilen. Ups, das war ein bisschen zu viel. Macht nichts. Also, wir verteilen uns jetzt hier schön flächig. Wobei, ich würde gerne das hier oben auch belagern.
Der nächste, bitte. Dann brauche ich hier hinten jemanden. Und hier. Kurz warten, bis sie hier alle weg sind. Für die Übersicht. So. Dann haben wir hier noch ein paar. Ah, die können noch nicht. Okay. Ja, die sollen sich dann mal dahinter aufstellen. Wir brauchen ja auch noch ein bisschen was zur Verstärkung, ne? Und die restlichen können eigentlich stehen bleiben. So. Oh Mann. Unser Töchterchen ist auch schon 3 Jahre alt. 4 und 3. Ja, und er ist gefangen. Kann man ihn irgendwie auslösen? Nee, ne? Meine Schwiegertochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Manfredo. Ach ja, der ist jetzt geboren, während der Vater in der Schlacht gefangen genommen wurde, sozusagen. Und jetzt bei seinen Feinden im Kerker schmort. Tja, unschön. Naja, aber ich denke schon, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Wir müssen jetzt halt nur noch den Kriegsstand in Ordnung kriegen und das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.